Moin, geht das jetzt hier? Hörst du mich? Ach, Meister, moin. Hörst du mich? Ich höre und sehe dich leider. Bengel, ich musste erst mal gucken, wie das hier funktioniert. Technik ist neu für dich, ne? Genauso wie Deo benutzen. Zum Glück kann ich dich nicht riechen. Lade mich hier nicht direkt voll, du Knilch. Warum hast du denn eigentlich nur Arbeitsklamotten an? Das ist doch hier eine Feier von der Arbeit. Ja, und? Da komme ich natürlich auch in Arbeitsklamotten her. Was denkst du denn? Schön mit voll gesifften Arbeitsklamotten zu Hause sitzen, oder? Du sitzt bestimmt in Unterhose da. Ja, man sieht doch eh nur die obere Hälfte, oder was? Das ist ja abartig. Was ist denn eigentlich mit dem Chef? Kommt der gar Der kommt ein bisschen später. Der hat mir noch erzählt, dass er im Stau steckt. Der ist irgendwie noch unterwegs. Sind wir denn jetzt nur zu zweit, oder? So ein Mist hier, sieht so aus. Hallo? Wer ist denn das? Hallo, hört ihr mich? Mr. Günther, was geht ab bei dir? Ja, schönen guten Tag zusammen. Bei wem kann ich was zu essen und trinken bestellen? Was willst du denn hier? Wir sind doch hier bei der Weihnachtsfeier, oder nicht? Du bist auch dabei? Natürlich bin ich dabei. Du hast doch aber nur ein Praktikum bei uns gemacht, sag mal. Trotzdem zähle ich natürlich als vollwertiges Mitglied dieser Firma. Du hast eine Stunde bei uns gefegt und das hast du nicht mal weggemacht. Das liegt immer noch bei uns rum. Wir hatten dich eingeladen. Ja, hier, der Chef hat mir eingeladen. Wie das denn? Ja, hier kam da was bei WhatsApp. Einladung Weihnachtsfeier, das habe ich gekriegt. Ja, der Chef wahrscheinlich vergessen, dich aus der WhatsApp-Gruppe zu kennen. Ja, dann willkommen, du Rentner. Was genau machen wir denn jetzt hier? Das ist doch total arschlos hier, so eine Online-Weihnachtsfeier. Bei wem könnte ich denn hier endlich mal was zum Affen bestellen? Günther, du bist bei dir zu Hause. Merkst du was? Was machen wir denn jetzt nun? Ja, dann lass uns erzählen, was wir so an den freien Tagen machen, oder was? Interessiert mich nicht, was du machst. Außerdem weiß ich, dass du zu Hause nackt sitzt und puzzelst. Woher weißt du das? Weil du das letztes Jahr am Hartbrand auf der Weihnachtsfeier erzählt hast. Dreimal, während du auf dem Tisch standest. Ich mach wohl was mit meiner Frau irgendwie. Das übliche vor der Glotze hängen und Lebkuchen schaufeln? Ich denk mal schon, ja. Was machst du denn, Stift? Ich werde wohl auch was mit Günthers Frau machen. Also ich hab mir die Feier hier schon ein bisschen anders vorgestellt. Wo ist denn die Bedienung? Günther, sag mal, bist du auf Droge? Du bist bei dir zu Hause. Ich dachte, dass sie mit uns hier schon ein bisschen was essen und trinken. Günther, wir duzen uns hier immer noch zum hundertsten Mal. Ja gut, wenn sie das so wollen. Außerdem musst du schon selbst für Essen und Trinken sorgen. Mach dir ein Bier oder ein Lütten auf und gut ist. Gesoffen wird hier nicht. Bevor du nicht ausgelernt hast, wird hier sowieso nicht gesoffen, still. Du säufst dann nachher eh heimlich. Ich trinke nachher heimlich mein Bier, richtig. Also ich finde das schon frech, dass wir uns hier einladen und nicht mal für Essen und Trinken sorgen. Du bist zu Hause und musst für dein Essen selbst sorgen und hör auf uns zu siezen, verdammt nochmal. Günther, was bist du denn so aufbrausend hier? Ich war das gerade nicht, das war der Meister. Oh, stimmt, die hören sich so gleich an, ich weiß manchmal gar nicht, wer redet. Dafür gibt's halt die Kamera, damit du siehst, wer auch gerade spricht. Ach so, da achte ich nicht so drauf. Ja, dann Hand von der Kanone und konzentrier dich hier drauf. Wir sind hier nicht auf Arbeit, fahr mal einen Gang runter. Du kannst ja wohl trotzdem ein bisschen vernünftig verhalten hier, oder fahr nicht? Fahr mal einen Gang runter, Opa. Wird es mit mir? Nicht du, Mr. Günther, sondern der Meister. Ich dachte, sie meinten mich gerade mit Opa. Waren ja auch euch beide. Leute, also die Feier war echt ein Schuss in den Ofen. Wieso das? Keine Getränke, kein Essen und für Unterhaltung ist ja auch überhaupt nicht gesorgt. Günther, wie oft noch? Du duzt uns und dein Fressen besorgst du dir gefälligst selber. Beruhigen Sie sich doch mal hier. Nee, Leute, das war's von mir. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Verein. Ich puzzle jetzt noch eine Runde. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch. Bis dann. Na gut, dann gehe ich auch. Günther, ich wünsche dir was. Lass knacken. Alles ne? klar, frohe Ostern. Ich wünsche Ihnen was. Herrschaften, tut mir leid für die Verspätung. Sind alle da? Schönen guten Tag, moin. Hey, Günther, was machen Sie denn hier? Wir duzen uns aber hier, das wissen Sie schon, Warum nicht? Warum sind Sie hier alleine hier und wo sind meine Mitarbeiter? Die puzzeln gerade mit meiner Frau. Und was machen Sie jetzt hier? Ich hätte gern ein Bierchen und einen Schnitzel mit Pommes, ne? Wir duzen uns aber hier, das wissen Sie schon, nicht?